Das heißt also, wenn Sie entsprechend hier die Planungen überarbeiten, ich markiere in dem Falle einmal das Dach, na, dann haben Sie in dem Falle eben die Challenge, es ins Obergeschoss zu verschieben. Und wenn eben dann, wie es bei dem minus 2,85 Meter war, einfach die negative Geschosshöhe als Kniestock eingegeben worden ist und eben das Dach jetzt im Obergeschoss einfach auf der Garage sitzt ohne Kniestock, dann aus diesem Kniestock eine Höhe von 0 zu machen. Bitte nochmal, dieses Thema in ein anderes Geschoss versetzen, die Parametrik ändern, das ist nichts, was Sie tun müssen, um die optische Darstellung in diesem Geschoss zu kriegen. Das haben wir gerade gesehen, sondern das ist eine Option, die einfach zur Verfügung steht, wenn Sie denn sagen, Sie möchten diese Parametrik demzufolge jetzt an die neuen Funktionalitäten angepasst haben. Okay, also Dachdarstellung in den einzelnen Geschossen in verschiedenen Varianten, Bearbeitung, Planung und Führung ist im jeweiligen Geschoss möglich. Wir schauen uns ganz kurz die einzelnen Ansichtsoptionen an. Ich schiebe es mal ein wenig zur Seite. Wir haben erstmal die Variante, dass wir sagen können, wir haben eine Combo-Box, in der wir auswählen können, welche Variante wir als Darstellung wollen. Wir haben oben zwei Einstellungsvarianten, die sagen ab Geschossbereich und oberhalb. Okay? Dann haben wir zwei Varianten, die sagen oberhalb und im Geschossbereich. Und dann haben wir zwei Varianten, die heißen im Geschossbereich und ober- und unterhalb. Bitte Achtung, Geschossbereich heißt eins, wir haben Geschosshöhen und ab dieser Geschosshöhe geht eben das Geschoss los. Das heißt, Sie werden Unterschiede mit diesen Geschossbereichen hauptsächlich dann sehen, wenn Sie Teile des Daches haben, die außerhalb des Geschosses entsprechend in der Höhenlage liegen. Würde zum Beispiel bedeuten, wir machen dann gleich mal eine Variante, wenn Sie eine Dachabschleppung haben, die halt meinetwegen eben im Erdgeschoss oder hier in dem Obergeschoss von der Höhenparametrik liegt, dann werden wir Unterschiede sehen in diesen Darstellungen, wo es dann heißt Abgeschossbereich oder Oberhalbgeschossbereich oder im Geschossbereich. Wenn ich jetzt sage, Abgeschossbereich gestrichelt und oberhalb als Punktlinie, dann habe ich eins, Sie sehen, ich habe jetzt hier alles das, was die Geschosse sind, in denen das Dach nicht liegt, ne? Dort wird mir die Punktlinie angezeigt, das heißt, ich sehe die jeweilige Dachkontur in jedem Geschoss entsprechend und habe dann in dem Geschossbereich selber, in dem die Dächer von der Höhenlage liegen, nochmal unabhängig davon, ob sie in dem Geschoss geplant und geführt werden oder ob sie von der Höhenlage her da liegen. Es wird, wenn es eingeschaltet ist, im entsprechenden Geschoss dargestellt und oben drüber im Moment, ne, und alles das, ne, was eben oberhalb ist, wird dann ab dem Kellergeschoss entsprechend gestrichelt dargestellt, so wie wir es momentan eingestellt haben. So, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, eben nicht dieses gestrichelt, diese Punktlinie, sondern zu sagen, ohne Darstellung, wenn ich das einstelle, Sie sehen, ne, dann im Kellergeschoss, im Erdgeschoss, die Darstellung, die schematische Darstellung der Dachparametrik verschwindet in dem Falle. Ich kann eins nochmal machen, ich nehme die Punktlinie nochmal rein und sage, das für alle Geschosse unterhalb des Dachgeschosses im Innenbereich unterdrücken, nehme ich raus. Und wenn ich das rausnehme und mal näher ran scrolle, dann sehen Sie eben, dass Sie in dieser Punktlinie auch die Grate, ne, die Fürste sehen, die im Haus liegen. Und das ist eben das, was ich ein- und ausschalten kann in der Dachdarstellung, entweder fürs Dachgeschoss oder für alle Geschosse unten drunter. In der Regel im Dachgeschoss wird es dargestellt, unten drunter in der Regel nicht. So, wie gesagt, als Punktlinie oder ohne Darstellung, dann haben wir die Variante, dass wir eben sagen, oberhalb und im Geschossbereich entsprechend gestrichelt. Sie sehen, wenn das eingestellt ist, ne, dann kommt die klassische gestrichelte Darstellung und nicht die Punktlinie. Genauso wären wir entsprechend in der Lage, wenn wir jetzt ins Dachgeschoss gehen, eben hier uns die Darstellung mit der Punktlinie anzuschauen. Das wäre jetzt eben die Variante mit oberhalb und unterhalb als Punktlinie. Wenn ich ohne Darstellung sage, habe ich halt im Dachgeschoss jetzt nur das Dach,
was von der Höhenlage hier im Dachgeschoss liegt. Und die beiden Dächer, die im Obergeschoss liegen, werden im Dachgeschoss oben drüber eben nicht dargestellt. Damit auch klar eben der Unterschied in der Darstellung zur Variante, dass nicht oberhalb und im Geschossbereich, sondern ab dem Geschossbereich. Das heißt, alles, was oben drüber ist, hat dann die gleiche Darstellung. Das Ganze entsprechend dargestellt wird. Und als nächste Variante haben wir die Möglichkeit, auch hier nochmal auf die Ansichtsoption